Und da ist er, der Hans-Jörg Kriens, im Gespräch mit dem Ex-Kollegen Peter Winhoff. Der Hans-Jörg Kriens trinkt mittwochs immer noch auf der Gladbacher Geschäftsstelle seinen Kaffee, wenn sie Nürnberg trainingsfrei haben, meinte aber, das sei ein Spiel wie jedes andere. Ganz ehrlich, ich nehme ihn das nicht so ganz ab. Sein langjähriger Zimmerkollege, als er noch aktiv war, Bernd Kraus, und letztes Jahr am 5. Dezember, da hat er hier gewonnen, 1:0 mit den Gladbachern, das war sein erster Sieg als Cheftrainer. Torschütze damals, nein, nicht Hans-Jörg Kriens, Kalla Flipsen. Da haben sie Kriens mit der 11, die Nürnberger also in Rot mit den weißen Strümpfen von rechts nach links. Und man merkte ihnen an, der Erfolg von Köln gab Aufschwung. Siege. Nach 4 Minuten dieser Direktschuss. Uwe Kamps gerade noch mit den Fäusten dran. Aber auch die Gladbacher motiviert. 4-mal in Folge zuletzt gewonnen. Es gibt Selbstvertrauen. Martin Max. Schön gespielt auf Peter Winhoff, aber Manni Schwabel, der Schwabelpfeil, schneller als der Gladbacher. Dieter Renner, Sie haben es gehört, noch kein doppelter Punktgewinn im Frankenstadion, seitdem er Trainer ist. Ja, noch nicht mal ein Tor haben Sie hier geschossen unter seiner Ägide. Und dann die Gladbacher, Flipsen, 9, Winhoff und das 0:1 nach 13 Minuten. Das 10. Tor, das die Gladbacher in der ersten Viertelstunde erzielt haben. Sie sind die Bundesliga-Schnellstarter. Sollten sich vielleicht umbenennen in die Gladbach Rockets, in die Gladbacher Raketen. Traumpass hier von Jörg Neun. Marco Kurz schaut kurz, interessiert zu, wie Winhoff Andy Köpke überlistet. 13. Minute, das 0:1 im 250. Bundesligaspiel für Andy Köpke. Na, das fing ja gut an. Aber Dieter Renner reagierte, brachte 6 Minuten später Wück für Marc Oechsler. Die Offensive also verstärken. Hans-Jörg Kriens zog sich etwas mehr ins Mittelfeld zurück. Die Spitzen jetzt Golke und Wück. Gladbach aggressiv im Zweikampfverhalten. Dorlin. Zupft hier Golke. Das gibt Gelb von Schiedsrichter Heinemann für Dorlin. Freistoß für den Club. Kubik und Schwabel stehen bereit. Was haben sie ausgeheckt? Ein Tor. Und was für eins. Lubosch Kubik. 1:1 nach 32 Minuten. Ein wunderschöner Treffer. Keine Chance für Uwe Kamps. Der konnte da nur noch Polaroid-Fotos machen. Schauen Sie mal, der passte genau in den Winkel zwischen Latte, Pfosten und Ball. Passte kein Stadionheft mehr. Millimeterarbeit von Kubik. 2 Minuten darauf, Freistoß für den VfL. 9. Und Handspiel, reklamieren Sie. Nur einer nicht, Martin Max, der schießt ins Tor. 34. Minute, 1:2, das 14. Tor der Gladbacher nach einer Standardsituation und Andy Köpke zum zweiten Mal in seinem Jubiläumsspiel geschlagen. Nochmal die Wiederholung, hier sehen wir es gleich. Achtung, da Handspiel von Marco Kurz, Schiedsrichter Heinemann ließ weiterspielen und Martin Max nutzte das eiskalt aus. Zweite Wiederholung. Das Handspiel hier nicht ganz so gut zu erkennen, aber dafür die Konfusion in der Nürnberger Abwehr. Der viel zitierte Hühnerhaufen, hier war er zu sehen. Dann Kriens mit dem Hinterkopf, das hätte es sein können. Aber die Gladbacher. Winhoff und da kracht's im Gebälk. Nach 39 Minuten noch einmal Winhoff, schön gezirkelt, den Köpke ausgeguckt, aber es hat nicht gereicht zum dritten Treffer für die Gladbacher. Die machten die Räume eng, aber hier hatten sie mal nicht aufgepasst. Kriens hat sich gelöst von Stadler, seinem Bewacher. Und wie sagte vor dem Spiel noch Bernd Kraus, wenn der alleine vorm Tor steht, dann macht er ihn bestimmt rein. Denkt nicht mehr dran, dass er mal 12 Jahre bei uns gespielt hat. Pustekuchen. Nach dem Wechsel Christian Wück. Immer noch Wück, aber das war eine bessere Rückgabe. Wieder die Gladbacher. Fehler von Wolf. Und schauen Sie mal, wie sich die Borussen den Ball hier in Ruhe vom 16er hin und her schieben können. Winhoff, der hatte heute Lust.
schoss aus allen Lagen. Da haben Sie ihn, Peter Winhoff. Den Nürnbergern fiel nichts ein. Sie brachten dann den leicht grippeerkrankten Sergio Zárate für Rainer Zietsch nach einer knappen Stunde und kurz darauf der erste Auftritt der argentinischen Springmaus. Da ist er, Zárate, immer noch, aber dann in der Mitte. Kein Durchkommen. Wiesinger noch einmal eingeschenkt für Uwe Kamps. Gladbach attackierte frühzeitig, ging aggressiv in die Zweikämpfe, machte die Räume eng. Nürnberg dagegen hatte kein Rezept. Wieder die Gladbacher, Flipsen gegen Schwabel, Kastenmeier und da ist der Ball drin. 1:3, 69 Minuten gespielt. Den Kastenmeier, den feiern sie, der jubelt, aber der war es gar nicht. Sondern Martin Dolin, aber hier, Kalla Flipsen, schauen Sie mal, der guckt gar nicht hin. Einfach den Ball wunderschön zurückgespielt auf Kastenmeier und da kommt der Fuß von Dolin rein. Er war es, sein 7. Saisontreffer, da sieht man es nochmal ganz kurz, zack, hat er ihn reingemogelt. Der 7. Saisontreffer von Dolin, genauso viel hat er jetzt wie Flipsen. Und die Nürnberger wieder mit Ballverlusten. Gladbach im Konterspiel. Flipsen, Flipsen, was macht er? Was macht er? Das 4:1. Genial, frech, unverschämt, toll, toll, super. Was weiß denn ich, was dieses Tor war? Es hat uns von den Sitzen gerissen. Fast ein bisschen arrogant. Schauen Sie sich das an. Den Schwabel lässt er stehen, dann verlädt er Köpke nach Strich und Faden, schießt immer noch nicht, immer noch nicht. Da kommt Kurz und jetzt bequemt sich Herr Flipsen einzuschieben. Übrigens kein Abseits, achten Sie mal drauf, Kurz unten am Bildrand mit der Nummer 4 stand noch hinter Flipsen. Und hier sehen wir es noch einmal. Ein mega super Tor, der Techniker Kalle Flipsen, einfach klasse. 4:1 nach 74 Minuten, das war es natürlich. Die Nürnberger heißen nicht Bremen, die können sowas nicht mehr aufholen. 90. Minute, noch einmal Freistoß für den Club Kubik und wie beim 1:1 hat er genau gezirkelt. Aber freuen kann er sich darüber auch nicht mehr, sein 2. Treffer. Aber in was für einem Spiel, in einem Spiel, in dem der Club nie eine Chance hatte gegen eine wunderbar aufspielende Mönchengladbacher Mannschaft. 5. Sieg in Folge. 150. Auswärtssieg der Borussen in der Bundesliga überhaupt. Und Ralf Fürther nachher dann mit einem frustrierten und einem fröhlichen Spieler. Hans-Jörg Krenz, hätten Sie heute Abend nicht gerne mal zwischendurch das Trikot getauscht? Das ist eine blöde Frage, antworte ich nicht drauf. Welchen Anteil hatte den Bundestrainer Berti Vogts an Ihrer Klasseleistung heute Abend? Ja. Gut, natürlich beflügelt das einen, wenn der Bundestrainer einen für die Amerika-Reise nachnominiert hat. Ich freue mich riesig drüber, ich habe es vor dem Spiel erfahren. Das beflügelt einen natürlich schon noch ein bisschen. Was heißt denn blöde Frage? Ich fand die gar nicht so doof. Ist ihm nur ein